Wir haben euch heute bei exali.de wieder einen Fall aus der Praxis mitgebracht. Wenn ihr also wissen wollt, wie es zu einer Schadenersatzforderung von 7.000 Euro aufgrund einer Stellenausschreibung gekommen ist, dann bleibt dran. Im aktuellen Fall geht es um eine Digitalagentur, die über exali.de versichert ist. Diese Digitalagentur wollte Verstärkung für ihr Team und hat deshalb eine Stellenanzeige geschaltet. In der Anzeige hieß es Webdeveloper, Klammer auf, M-W, wie man es halt so macht, in Stadt XY gesucht. Und weil man natürlich in einer Anzeige jemandem auch erzählen will, was ihn so erwartet und was man zu bieten hat als Arbeitgeber, stand dort auch: Wir bieten eine entspannte Arbeitsumgebung in einem jungen und hochmotivierten Team. Nach und nach sind dann natürlich auch die ersten Bewerbungen eingetrudelt, mit dabei die Bewerbung von einem 46 Jahre alten Mann. Dieser Bewerber hat aber, so die Agentur, nicht alle Qualifikationen mitgebracht, die in der Stellenausschreibung gefordert waren, und wurde deshalb auch nicht zum Vorstellungsgespräch eingeladen, wie es halt eben so läuft. Man hat sich nichts weiter dabei gedacht, bis dann ein paar Wochen später ein Schreiben vom Anwalt im Briefkasten lag. Mit dabei eine Schadenersatzforderung in Höhe von 7.000 Euro von eben jenem 46 Jahre alten Bewerber. Wie kam es zu der Schadenersatzforderung? Und da muss ich jetzt kurz spicken. Er hat sich auf das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz, kurz AGG, berufen, in dem es heißt, man darf niemanden aufgrund seiner Herkunft, seiner Rasse oder eben unter anderem auch aufgrund seines Alters benachteiligen. Der Bewerber meinte also, er war aufgrund seines Alters nicht zum Vorstellungsgespräch geladen worden und in der Stellenanzeige stand jung, was bedeutet, er wäre also benachteiligt worden. Die Agentur ist mit dieser Schadenersatzforderung dann zu uns gekommen, denn für Schadenersatzforderungen sind Berufshaftpflichtversicherungen natürlich da, und hat mit uns gemeinsam einen Anwalt beauftragt. Der Anwalt hat dann natürlich erstmal versucht, die Schadenersatzforderung abzuwehren, denn so die Agentur, der Bewerber war ja nicht aufgrund des Alters nicht geladen worden, sondern weil die Qualifikationen nicht gestimmt haben. Nach ein bisschen hin und her war für den Anwalt aber klar, dieser Fall wäre vor Gericht nicht zu gewinnen, denn Arbeitnehmer sind, gerade was das AGG betrifft, vor Gericht sehr, sehr gut gestellt, und so wurde der Agentur eben empfohlen, sie solle sich außergerichtlich einigen, das wäre günstiger und würde Prozesskosten sparen. Das hat die Agentur auch gemacht und hat dem Bewerber 2.500 Euro Schadenersatz bezahlt, nur weil in der Stellenausschreibung das Wort jung stand. Und weil es sich hier, wie gesagt, um einen Fall aus unseren Akten handelt, hat natürlich die Berufshaftpflichtversicherung am Ende nicht nur den Anwalt der Agentur bezahlt, sondern auch die Schadenersatzforderung des Bewerbers übernommen. Wer jetzt glaubt, das ist ein Einzelfall, leider nein, denn auch uns bei exali hat schon selbst erwischt. Wir hatten diese Stellenanzeige in der Zeitung, und wer genau hinschaut, wird auch hier das Wort jung finden. Nicht wen wir suchen, sondern wir haben uns selbst beschrieben. Wir haben auch, wie die Agentur gesagt, wir sind ein junges Team und suchen Unterstützung, und auch hier hat sich ein Bewerber gemeldet und Schadenersatz gefordert, eben weil er sich diskriminiert gefühlt hat. Wir sind dann tatsächlich vor Gericht gegangen, weil, und so dachten wir, damit können wir beweisen, dass es uns nicht ums Alter ging, wir eine Bewerberin, die deutlich älter war als eben jener, der uns die Schadenersatzforderung geschickt hat, zum Vorstellungsgespräch eingeladen hatten und auch zum Schnuppertag hier bei uns bei exali hatten. Der Richter hat darin aber keinen Beweis dafür gesehen, dass keine Diskriminierung vorlag, sondern hat quasi gemeint, das Wort jung in einer Stellenanzeige wäre ja an und für sich schon diskriminierend. Deshalb würde er uns dringend empfehlen, dass wir uns einigen, denn alles andere würde nur noch viel teurer werden. Haben wir dann am Ende auch gemacht und haben tatsächlich 3.000 Euro Schadenersatz bezahlt, einfach nur, weil wir in unserer Stellenanzeige das Wort jung stehen hatten. Und was lernen wir alle gemeinsam daraus? Wir lassen das Wort jung, was Stellenausschreibungen angeht, definitiv zu Hause und schreiben es nicht in Annoncen, egal ob es um uns selbst geht oder um den Bewerber, den wir suchen, denn das wird am Ende einfach nur richtig teuer. Wollt ihr jetzt noch mehr Tipps und Infos rund ums Business, dann abonniert doch einfach kostenlos unseren YouTube-Channel.